haben Hyperraum bei den Ausläufern des Gehenna-Asteroidenfelds verlassen. Die Hypersprunginhibitoren der Vega befinden sich auf Asteroiden überall in diesem Sektor. Wir müssen die Inhibitoren zerstören und das Feld ausschalten, um Gehenna unentdeckt zu erreichen. Die Vega-Kommandostation befindet sich hier. Sie muss neutralisiert werden. Langstreckenscans zeigen starke Vega-Aktivität in dieser Region. Rate zur Vorsicht. Neue Forschung verfügbar. Neues Upgrade verfügbar. Neue Bauoptionen. Neue Bauoptionen verfügbar. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Homeworld 2. Das mit dem Folgenschneiden muss ich noch so ein bisschen mir was austüfteln, weil das alles so ein bisschen komisch ist, weil die Missionen immer direkt beendet werden und sowas und das dann immer schwierig ist, da irgendwie richtig den Moment zu finden, das aufzunehmen, das oft aufzunehmen, anzuhalten und so ein Spaß. Deswegen, ich hoffe, ich krieg das irgendwie alles hin. Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. Huch, meine Gruppen sind alle kaputt. Bereit. Ist da kaputt? Gruppe 2 wurde verstärkt. Bestätigung. Verstehe ich nicht, egal. Bereit. Die haben alle die richtigen Nummern, aber sie verstehen ihre Zuweisung nicht mehr. Rohstoffsammelschiff erwartet Anweisungen. Ja, bereit. Moment, ich muss eben mal hier meine Jungs wieder zuweisen. Gruppe 3 wurde verstärkt. So, also, wir haben hier, wie wir in der Cutscene gesehen haben, haben wir hier Hypersprung-Inhibitoren, die wir zerstören müssen, um dann da hinten zu einer Station wahrscheinlich hinzukommen. Joa. Kampfgruppe erkannt. Kampfgruppenkoordinaten. Sammelt euch erstmal. Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. Kampfgruppe erkannt. So, und ich glaube, ich ernte das Feld hier ab. Kann ich, glaube ich, bestätigt. Der Mobilraffinerie dahin. Bestätigung. Ihr geht da auch hin, Freunde. Auf dem Weg. So, das Trägerschiff kriegt seine eigene Nummer. Gruppe 10 festgelegt. Es darf nämlich immer mit der Jägerstreitmacht mitfliegen. Und ich habe jede Menge Geld, weil die ganzen Sachen noch abgebaut wurden. Eieieiei. Kann ich erstmal hier ordentlich Kohle rausschmeißen, beziehungsweise meine Forschungssachen hier mal durchlaufen lassen. Hab echt zu viel Geld, egal. Na gut, dann kann ich ja noch ein paar Flak-Fregatten bauen, vielleicht so 3. Und wie viele Slots für Fregatten haben wir denn? 21. Und dann kann ich jetzt zumindest nochmal 4 bauen. Produktion läuft. Ihr baut mal so ein Plattformmodul. Produktion läuft. Macht das dann schneller? Abgeschlossen. Das macht neue Schiffe möglich. Ja, vielleicht. Gruppe 1 hat verstanden. So, Inhibitoren zerstören. Na gut. Das machen wir nicht mit der Stolz. Rohstoffsammelschiff wartet. Gruppe 4 hat verstanden. Also ich die hier, schicke ich die irgendwo hin? Bestätigt. Bin ich sicher? Sammeln bestätigt. Aufrüstung abgeschlossen. Mutterschiff. Ich glaube, ich schicke die mal so in Richtung dieses Inhibitorfeldes. Mutterschiff ist unterwegs. Und darum kümmern wir uns als allererstes. Kampfgruppe geht in Stellung. Gruppe 2. So, du auch. Gruppe 3 hat verstanden. Gruppe 10 meldet sich zur Stelle. Und du kannst das Trägerschiff beschützen. Begleitschutzkurs eingegeben. Aufrüstung abgeschlossen. Melden Bereitschaft. Gruppe 4 wurde verstärkt. Begleitschutzformation wird eingenommen. Neues Upgrade verfügbar. Mutterschiffanlage für Plattformen fertig. So, dann schauen wir mal, was sich da so verbirgt. Wir sehen hier nur diese Inhibitoren, die da um den Asteroid angeordnet sind. Gruppe 1. Schauen wir mal. Gruppe 3 meldet sich zur Stelle. So, dahin. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Flak-Fregatte fertig. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Aufrüstung abgeschlossen. Mutterschiff. Mutterschiff ist unterwegs. Gruppe 10. Neues Ziel eingestellt. Gruppe 1.
Kampfgruppe auf Angriff vorbereiten. So, was ist das? Das ist eine Minenlegerkorvette. Gruppe 3 meldet gemein. Sieg. Gruppe 2 meldet Feindkontakt. Gruppe 1 hat verstanden. So, das Überraumtor zerstören. Ich möchte nicht, dass mein Feind Verstärkung herbeiholt. Der Feind lässt Verstärkung durch Hyperraumtore nachkommen. Daraus können wir Kapital schlagen. Marinefregatten können diese Tore erobern. Ja, aber wenn ich die abschalte, dann muss ich mir gar Gruppe keine Gedanken drum machen. Gegner besiegt. Gruppe 1. Kampfgruppe unter Beschuss. Gruppe 2 meldet Bereitschaft. Also gut, ich soll die Hörung nicht zerstören. Na gut, dann macht er auch die Inhibitoren. Flakfregatte fertig. Gruppe egal, vergessen wir das. Das Hyperraumtor ist kaputt. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. Aber anscheinend soll ich doch mal eine Marinefregatte bauen. Stecke hier Treffer ein. Unterstützen befreundete Einheiten. Gruppe so. 1. Gruppe 2 hat verstanden. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Aufrüstung abgeschlossen. Genau, den Jäger. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Kampfgruppe kannst andocken. Andockmanöver läuft. Gruppe 1. Habt ihr schon hier alle Libitoren kaputt? Gruppe 1 meldet Sieg. Gruppe 2 meldet Bereitschaft. Wenn ihr es nicht habt, dann müsst ihr die Gruppe kaputt. Gruppe 3 hat verstanden. So. Ihr kümmert euch um die Fregatte und ihr kümmert euch um die Jäger. Gruppe 1 hat verstanden. Nee, du darfst weiter docken. Bevor jetzt auf irgendwelche anderen Ideen. Übersprung in Inhibitor zerstört. Gruppe 2. So, und die Fregatte könnte noch helfen. Kampfgruppe auf Gefechtspositionen. Gruppe 3. Gruppe 2 hat verstanden. Marinefregatte fertig. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. Ein Trägerschiff, hallo. Gruppe 2. Luftsystemziel erfasst. Kampfgruppe meldet Feindkontakt. Gruppe 1. Angriffsbefehl für Kampfgruppe bestätigt. Tschüss. Gruppe 2 meldet Bereitschaft. So, jetzt könnt ihr das kaputt machen. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Also, da kommen Korvetten aus allen Richtungen. Lass nur die mal näher kommen. Nur Laserkorvetten. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. Die sind nicht besonders gefährlich für unsere Schiffe. Gruppe 3. Gruppe 1 hat verstanden. Kampfgruppe unter feindlichem Angriff. Unterstützen befreundete Einheiten. So, ist der Träger jetzt kaputt? Angriffsbefehl zur Kampfgruppe bestätigt. Schön. Gruppe 3 hat verstanden. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Ist kaputt. So, dann räumen wir hier noch auf. Während wir schon in die Richtung des nächsten Inhibitors gekommen sind. Stolz kann sich mal in die Richtung bewegen. Mutterschiff ist unterwegs. Gruppe 2 meldet Sieg. Gruppe 1 hat verstanden. Gruppe 10 hat verstanden. Also vielleicht könnten wir einmal eine Reparaturpause machen. Kampfgruppe geht in Stellung. Bei Gruppe 2 hat verstanden. So viel Schaden haben wir nicht. Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. Aber wir machen mal eine kurze Snackpause. So, alle nach Hause. So, Torpedo, Flak. So, Gruppe 4 wurde willkommen in Gruppe 4. Begleitschutzkurs eingegeben. Und da habe ich eine Marinefregatte, falls da wieder so ein Hypersprungtor ist, dass ich das diesmal einnehmen könnte. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. So. Ja, dock mal alle an, komm. Was soll der Geiz? Holt euch ein, was weiß ich, holt euch ein Erfrischungsgetränk von zu Hause ab. Bisher lief das ja relativ gut für uns. Was ist denn da los? Ach, ihr seid fertig. Sagt mir das doch. Verstanden. Bestätigt. So. Melden Bereitschaft. Könnt ihr das Feld machen als nächstes? Bewegungsbefehl bestätigt. Gruppe 1 hat verstanden. Torpedo-Fregatte fertig. Gruppe 2 meldet bereit. So, wie sieht es eigentlich mit dem Forschen aus? Ist Andor fertig, Signal okay. Und ich habe immer noch so viel Signal Geld. Eieiei, da kann ich ja mal hier verbesserte Forschungsbüro bauen. Andock-Signal grün. Und auch mal so eine Anlage für Fregatten bauen. Dann können wir hier Ionengeschützplattformen gerne mal schon mal spaßeshalber erforschen. Minenleger-Korvetten brauche ich nicht, die brauchen wir auch nicht zu erforschen. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. So. Neue Formation bestätigt. Kampfgruppe geht in Stellung. Formation einnehmen. Gruppe 2. Neue Formation bestätigt. Kampfgruppenkoordinaten. Los geht's, Füchse. Formation bilden. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt.
Gruppe 4 meldet sich zur Stelle. So. Gut, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen mit dem Angriff von meinen ganzen Jägern und Korvetten. Deswegen machen wir das einfach nochmal, würde ich sagen. Torpedo-Fregatte fertig. Kampfgruppe geht in Stellung. Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. So. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Und wo ist hier meine Marinefregatte? Die kriegt mal ihre eigene Gruppe. Gruppe 5 festgelegt. Die darf sich auch mal in die Richtung bewegen. Bestätigt. Gruppe 1. Forschung abgeschlossen. Neues Upgrade verfügbar. Neue Plattformen zum Bau verfügbar. So, das angreifen. Ihr geht da auch mal mit hin, aber falls irgendwelche Jäger auftauchen, kümmert euch eher um die Jäger und nicht um die schwere Raketenfregatte. So, ist ja auch wieder ein Tor. Ja, ist es. Gruppe 5. Einnehmen. Nein. Zwei. Ich bin getroffen. Weg. Nein. Meldet Bereitschaft. Einnehmen. So. Gruppe 2. Wenn ihr nichts zu tun habt, macht das kaputt. Gruppe 2 meldet Bereitschaft. Gruppe 3 meldet Bereitschaft. Gruppe 3. Lasst euch nicht. Nein, nicht das Tor, Mietz. Auf andere vorbereiten. Mann, Mann, Mann. Ich weiß, dass ihr gut dagegen kämpfen könnt, aber ich möchte das einnehmen. Tut mir leid. Der zweite Hypersprung-Inhibitor wurde zerstört. Kampfgruppe geht in Stellung. Gruppe 3 meldet Bereitschaft. Gut. Kampfgruppe geht in Stellung. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Gruppe 1. Kampfgruppe geht in Stellung. Alles klar. Phase 1. Aber jetzt, wenn wir gleich so einen Hyperraumtor haben, was machen wir denn damit? Verbessertes Mutterschiff-Forschungsmodul fertig. Also Superraumtor schickt uns hier hin. Vielleicht gibt's da irgendwie... Normalerweise würde man sagen, ein Lager vom Gegner. Aber vielleicht gibt's da ja irgendwie was, wo der Gegner Verstärkungstruppen baut. Mutterschiff. Was deswegen sinnvoll wäre, wenn wir das einnehmen würden. Mutterschiff ist unterwegs. Gruppe 10 meldet Bereitschaft. Grünes Licht bestätigt. Gruppe 4. Ich glaube, ich werde auch mal die Fregatten hier mal Gruppe 4 was machen lassen. Verstärkt. Die können nämlich auch mal mitkommen. Auf dem Weg. Können wir auch mal hier ein bisschen mit Fregatten Gruppe kämpfen. 4. Aber wenn ich alles mitnehme, dann sind vielleicht meine Leute hier nicht so gut geschützt. Roger. Fällt mir auch nicht. Rohstoffe im Einzugsbereich. Bereit. Also, du kannst noch ein Stück näher rangehen, mein Freund. Bestätigt. Müssen die Rohstoffsammelschiffe nicht so weit fliegen. Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. Ich glaube, das Problem ist, ich kann nicht beliebig viele Schiffe gleichzeitig durch das Hyperraumtor schicken. Deswegen wäre es, glaube ich, besser, Mutterschiffanlage wenn ich die Fregatten zuerst durchschicke. Neue Fregatten zum Bau verfügbar. Gruppe 4 hat verstanden. Kampfgruppe geht in Stellung. Ist da noch ein Träger? Oh. Gruppe 1. Vergesst den Plan, wir müssen erstmal diesen Träger da fertig machen. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Gruppe 2. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Gruppe 2 meldet Bereitschaft. So, ihr dürft alle angreifen. Er hat gerade keine Eskorte. Weiß ich, warum der genau zu uns fliegt. Ist ja sehr nett von ihm, dass er sich quasi auf den Präsentierteller stellt, ohne Eskorte. Rohstoffsammelschiff verloren. Gruppe 2 meldet Feindkontakt. What the frack? Kein Problem. Bereit. Rohstoffsammelschiff wird angegriffen. Neues Ziel eingestellt. Feindkontakt. Dann mal los. Muss ich mal Gruppe 1 umschicken. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Das habe ich echt gar nicht mitgekriegt, dass da hier meine Rohstoffoperation angegriffen wurde. Das ist wohl nicht nett. Gruppe 2 hat verstanden. Gucken wir mal, was hier los ist. Eingestellt. Gruppe 3 hat verstanden. Kampfgruppe geht in Stellung. So, hier müsst ihr nochmal kurz warten, tut mir leid. So, ich kann ja mal hier noch ein paar mehr Fregatten bauen. Nochmal so zwei Flak-Fregatten und vier Torpedos. Ah, sechs Torpedos, komm. Soll der Geiz und hier auch nochmal Flaks, nicht mehr so viele Torpedos. Gruppe 1 hat verstanden. Kampfgruppe so, mach die Korvetten kaputt. Befreundete Einheiten unter Beschuss, greifen ein. So,
So, hatte ich jetzt eigentlich das verbesserte Forschungslabor Wir haben gebaut? Feindkontakt. Habe ich, gut. Stecke hier Treffer ein. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Stecke hier Treffer ein. Gruppe okay, hier ist aber nichts los. Dann Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Sammeln beim Tor. Gruppe 2. Kampfgruppe geht in Stellung. Gruppe 1 hat verstanden. Flakfregatte fertig. Verstanden. Sind auf dem Weg. Aufrüstung abgeschlossen. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. Kampfgruppenkoordinaten so. Eingestellt. Jetzt haben wir dann eine Laserkorvette. Torpedofregatte. Ist ja voll fertig. Laser. Ich glaube, dann lasse ich meine Abfangjäger mal hier, weil notfalls können sich ja die Helis auch um die Jäger kümmern. Und ich habe ja sowieso meine Fregatten jetzt gleich da. Da sind ja sowieso gute Anti-Jäger-Fregatten dabei. Dann würde ich sagen, jumpen wir jetzt mal und gucken, was da auf uns wartet. Aber erstmal speichere ich tatsächlich mal.